Moin moin Leute, ich bin Lilkopf Brain oder einfach nur Jalag und begrüße gerade dich zu einem wundervollen neuen Pärtchen von The Legend of Zelda. Link's Awakening heißt das Spiel nicht, sondern Oracle of Seasons, Freunde, so heißt das gute Spiel. Alter, was hat er denn gerade für einen Strobopop? Strobopop, Strobopop, ich hab voll das Brett vorm Kopf. So, wir gehen jetzt erstmal wieder an unsere Stelle und gehen dann hoffentlich in den nächsten Dungeon, Freunde. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Das Spiel hat ja tatsächlich doch eine Menge zu bieten, aber wir kommen auch sehr, sehr gut voran, möchte ich meinen. Wirklich. So viel kann jetzt gar nicht mehr vor uns liegen, was alles noch so zu tun ist. Natürlich, wenn man 100% hier sammeln will, könnte man jetzt noch 10.000 Sachen machen. Es gibt hier wieder 10 Milliarden Tauschgeschäfte, die man unternehmen kann. Aber ihr wisst ja schon, ich spiele das meistens hier nie auf 1000%. 1000 sowieso nicht, das wäre sehr, sehr viel. Aber auch nicht auf 100%. So, ich möchte gerne bitte einmal den Herbst, meine guten Freunde. Das sieht herbstlich aus. Oh, ein Traum. Sehr schön. So. Meine lieben Pilzchen, ihr werdet nun gepflückt. Kann ich die jetzt einfach rausreißen? Flump. Flump. Und flump. Nur fürs Gefühl, den letzten auch nochmal rausgerupft. Und hier sind wir auch schon in Level 5. Die Einhornhöhle? Wir sind in der Einhornhöhle, Freunde. Alright. Das wird crazy. Oh Gott, das sieht sehr kompliziert aus. Erstmal direkt geradeaus fahren, gucken, was da sich befindet. Au. In so ein Dungeon geht man ja sowieso immer ohne Plan am Anfang. Ich sowieso immer. Ach, schade. Kann man nicht lang. Nope. Nope, nope, nope. Ist tatsächlich eine Kurve. Hey. Frechdachs. Darf ich ihn nicht nochmal sehen? Jetzt haben wir hier einen Ball. Müssen wir den Ball da irgendwie drauf lenken? Wahrscheinlich. Kriegen wir jetzt gleich so ein Magnet-Item? Wie crazy wäre das, wenn wir so ein Magnet-Item kriegen? Wäre das heftig. Ich würde es lieben. Ich will ein Magnet-Item. Zelda. So, jetzt fahren wir mit der mal genau straight geradeaus, weil da kriegen wir auf jeden Fall mindestens eine Truhe. So, die schnappen wir uns nämlich mal direkt. Und erhalten einen Schlüssel schon mal. Wow. Okay. Wenn wir dann jetzt nochmal fahren, und zwar nach rechts. Ich kann wirklich nur empfehlen, wenn ihr so ein Spiel langsam strukturiert angehen wollt, wenn ihr an irgendeiner Stelle seid, wo ihr Sachen fahren könnt oder so, fahrt erstmal alle Möglichkeiten, die ihr habt. Es könnte echt ein Magnet sein, weil dann kann man sich von den Dingern einfach abstoßen und ranziehen. Das wäre dann kein Enterhaken, sondern wirklich ein Magnet. Alter, wie sick wäre ein Magnet, wenn es hier ein Magnet gibt, ich flippe aus. Au. Oh, das sieht aus wie Bomben. Yep. Zeig doch mal, was hier Schönes abgeht. Das ist ein bisschen frech. Das war auch sehr frech, tatsächlich. Ich sterb gleich übrigens. Oh! Alter! Ich will diesen Weg nie wieder gehen müssen. Der war voll gemein. Ach krass. So wie ich den schiebe, so passiert irgendwas mit dem. So. So. Einen nach oben, glaube ich, noch. Puzzle Master Brain am Start. Ein Herz, redlich verdient, möchte ich meinen. Okay, hier haben wir wieder einen Ball, mit dem wir noch nichts tun können. Ich brauche unbedingt die Karte in diesem Dungeon. Ich fühle mich jetzt einfach schon so verloren. 100 Rubine, ja, das ist wirklich sensationell. Eine Karte wäre aber ein bisschen geiler, wenn ich ehrlich bin.
weil ich habe wirklich gar keinen blassen Schimmer, was hier gerade abgeht und wo ich bin. Oh oh. Ja, euer Hintern ist anfällig, das weiß ich. One-Hit einfach, ja moin. Sagst du uns nur, der Hintern von denen ist anfällig oder gibst du uns irgendwie besondere Tipps, die ich noch nicht wusste? Merke dir die Abfolge, in der du die Ritter besiegst. Die Abfolge, in der ich die Ritter besiege? Och komm, mach's doch nicht komplizierter als sein muss. Oben rechts? Ja, ich hab keinen blassen... Ich geh nochmal neu rein, weil ich muss mir merken, welcher... Dings welcher ist. Wenn wir die eins nacheinander töten. Oh oh. Kein Problem, Freunde. Ich bin gewappnet für diesen Fall. Komm ran. Mach doch jetzt nicht so ein Auge. So, eins war oben rechts. Wir gehen gegen den Uhrzeigersinn. Zumindest versuche ich das gerade. Um euch meine Idee zu erklären, was ich hier gerade vorhabe. Weil wenn die alle durcheinander sind, ist das ja einfach sauschwer. Okay. Eins. Zwei. 3, 4. Und wir hätten bestimmt keinen Schlüssel bekommen, wenn wir das falsch gemacht hätten. Also danke für den Tipp, lieber Uhu. Thank you. Oh nein, muss ich jetzt den Weg zurückgehen, den ich gekommen bin, unten durch die... Oh nein, muss ich, glaube ich, wirklich. Oh no. Ja, muss ich. Ich bin mir sehr sicher, dass ich hier sterben werde. I'm pretty sure. Kann ich nicht einfach... Oh, Gottes Willen. Oh nein, wie krieg ich die denn kaputt? Oh Gott, zum Glück. Schon Angst gehabt, dass das nicht funktioniert. So, hier machen wir auch noch einmal kaputt. Ba, ba, ba. Die Einhornhöhle aber einfach. Freunde, wie cool klingt der Dungeon. Einhörner. Ja, Mann. This is it. Voll mein Ding. Kommt schon ein Herz, damit es aufhört zu piepen. Das habe ich jetzt nicht gesagt, um direkt dann auch auf die Nase zu kriegen. Boah, die halten aber auch immer viel aus, diese Raupen, ne? Sind wir mal kurz hier Real Talk mal eben. Kackigen Raupen. Okay, euch kann man nicht umlegen. Zumindest nicht mit normalen Methoden. Wie es scheint. Nicht damit gerechnet, dass der nochmal nach oben kommt. Fiesling. Wofür das hier alles hin? Oh Gottes Willen, ist das ein Dungeon. Aua. Wenn ich hier tauche, dann könnt ihr mir doch hoffentlich nichts tun, oder? Okay, wenn man da was draufstellt, kommt man hier wieder weg. Schon das Item gefunden. Magnethandschuhe. Ihre Magnetkraft wirkt anziehen oder abstoßen. Drücke den Knopf, um die Pole umzuknähern. Knähern, wahrscheinlich. Als ob. Wie geil. Mega das geile Item. Voll cool. War jetzt ein bisschen blöd, dass wir hier direkt rausgegangen sind. So. Trotzdem. Still. Eine Karte wäre cool. Just saying. Dude. Aua. Jetzt wären wir oben übrigens weitergekommen, wo wir den Magnethandschuh benötigt haben. Hier fällt auch bestimmt was in den Raum runter, wenn wir alle umbringen. Oh,
ihr haltet auch so viel aus. Da ist halt auch nicht mehr der erste Dungeon, ne? Die Karte! Ja, bitte, danke, Grüße. Mutter Maria Gott. Das sieht aus wie ein Einhorn, die Karte! Und mir ist es instant aufgefallen, Freunde. Ich bin ein smarter Junge. Hihi. Guckt mich an. I'm smart. Smart. Tight. Noise. Guckt einer von euch Brooklyn Nine-Nine? Jeder, der die Serie guckt, einmal bitte in die Kommentare schreiben, weil ihr seid obercool. Man muss ja auch einfach mal Tatsachen nennen. Und ihr seid auf jeden Fall obercool. Boah, da muss ich jetzt wieder diesen schlimmen Weg hier langlaufen. Yikes. Oh, diesmal war es nicht so schlimm. Ja, jetzt habe ich hier eine ziemliche blöde Ausgangslage. Diesmal haben die voll human nicht angegriffen, was gut war für mich. Also, thank you. Guck mal, das kenne ich jetzt schon auswendig. Mega der Smart Boy. I know, thank you. Autogramme gibt's nach der Show. Sehr gut. So, und tatsächlich, ich weiß nicht, ob wir den mitnehmen müssen. Das war das Blödeste, was ich jemals gemacht habe, was ich gerade getan habe. Schwipp. Ziehen wir dich erstmal raus, dann können wir da nämlich lang. Ach krass, wir können die ranziehen und wegschieben. Oder nicht unbedingt ranziehen und wegschieben, aber wir können die verwirren. Kurz stunnen. Sehr schön. Boy, oh boy. Oh, das sieht gemein aus. Oh, das sieht voll gemein aus. Oh, das gefällt mir einfach überhaupt nicht. Das lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Natürlich nicht. Du hast den Kompass. Sehr gut. Tatsächlich, ich muss jetzt übrigens meine Aussage revidieren, Freunde. Ja. Der Kompass ist wirklich ganz cool. Weil der halt einem immer ein Geräusch gibt, wenn irgendwo in der Nähe ein Schlüssel ist. Und das ist schon ziemlich praktisch an vielen Orten. Ich kann jetzt verstehen, warum man den Kompass mag, Freunde. Ich bin erwachsen geworden. Ich kann es verstehen. I'm on your side now. It's alright. So. Guck mal. Die riesige Truhe da im Anschnitt hätte mir sowieso schon verraten, dass da noch irgendwas auf uns wartet. Da müssten wir jetzt circa am Start des ganzen Krams sein. Naja, genau. Very good. Kann man sich da zufälligerweise rüberziehen? Sieht so aus, als wäre das hier... Smart Boy. Schon so viele Zeldas durchgespielt. Hit me. Sehr gut. Die Plattform da hat auch ein bisschen drauf hingewiesen. Gebe ich zu. Ganz so smart war ich nicht. Sehr schön. Traumhaft, traumhaft. Zwei Schlüssel haben wir jetzt schon. Und wenn das tatsächlich nur diese eine Oberfläche ist, ohne Ober- und Unterstockwerk. Welcher Mensch würde das so sagen? Dann sind wir gerade auf einem guten Run, das hier durchzukriegen. Damn. Pretty nice. So, wenn wir jetzt nach oben gehen, ist erstmal nichts Besonderes. Aber wir können noch nach... Au. Au. Rechts gehen. Wir können nämlich auf jeden Fall mit dem noch nach links fahren. Das haben wir nämlich auch noch nicht gemacht. Oh Gott, das sieht schon so gefährlich aus, was da in der Mitte sich gerade rotiert. Rotiert. Nein, 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 ich wollte... Ich möchte nicht zurückfahren, bitte. Mama, Mama, ich will wieder zurück ins Smallland. Ich hatte da Spaß. Ich war da mit meinem Freund Freunden. Mann. Voll blöd. So, jetzt aber. So, was zur Hölle machen wir hier? Mega sick, was man hier machen musste. Man musste einfach in der Luft ändern, dass man sich abstößt. Voll geil! Drei Schlüssel haben wir jetzt schon.
Also Freunde, wenn wir irgendwo hier Sachen ausschließen müssen, gar kein Problem, ich bin der Keychain Master. Man kann mich auch Hausmeister nennen übrigens. Hausmeister Krause. Das ist mein Zweitname. Irgendwie müssen wir von diesem Raum nach unten kommen und dann da rechts in den Raum. Und das kommen wir, indem wir mit dem Kart da nochmal langfahren. Das Problem ist, mit dem Kart kann ich nicht fahren, weil das, also kann ich schon, aber da muss ich nochmal einmal komplett um den ganzen Pudding hier rum. Was ein bisschen blöd ist. Weil da müssen wir einmal rückwärts durch die Höhle durch, glaube ich. Weil wir sonst da nicht hinkommen. Ach, guck mal, hier können wir auch weiter. Stimmt. Wir haben jetzt ja den Handschuh. Andere Frage, was hat sich jetzt genau geöffnet? Die Tür da oben. Okay, also wenn wir da einmal um den Pudding von oben kommen, können wir da lang. Sehr gut. Das heißt, jetzt müssen wir in die Höhle rückwärts gehen, damit wir mit dem Minecart nochmal da runter düsen können. Okay. Ich habe so einen kleinen Plan, habe ich tatsächlich. Ich weiß, das kommt sehr selten vor bei meinen Let's Plays und bei Dungeons in Zelda, aber Plan ist da. Freunde, Plan ist da. Müssen nur mal gucken, wie wir da jetzt hinkommen, wo ich jetzt hin möchte. Aua. Sei doch jetzt nicht so. Arschloch. So, gehen wir hier nochmal einmal oben lang. Ja, Freunde, wo genau war jetzt der Höhleneingang? Yo, Alter. Heute wird einfach mal richtig gegönnt. Voll nett. Hier müsste der Höhleneingang eigentlich in der Nähe gewesen sein. Ja, hier oben rechts müsste der gewesen sein. Da kommt man nämlich raus. Dass die halt auch gar keinen Recoil haben, wenn man die zurückschmeißt. Recoil wahrscheinlich. Rückstoß wie bei einer Waffe. Wenn man so eine Mumie schlägt. Stimmt. Oh nein, wir sind wieder hier. Oh. I don't like it. Aber, oh, Trick 17, einfach komplett runterjumpen. Was mir noch ein bisschen Angst macht, ist, wir haben noch nicht mal den Miniboss getroffen. Das heißt, bevor wir überhaupt zu dem richtigen Boss gleich runtergehen, finden wir auf jeden Fall noch den Miniboss. Obwohl man meistens eigentlich den Miniboss umbringt, bevor man überhaupt das Item des Dungeons kriegt. Vielleicht gibt es hier gar keinen Miniboss. Hier gibt es nur das eine wahre Einhorn. Genau in dem Moment springe ich. Wie der letzte Hampelmann. Weil ich wieder mal nicht warten kann. Ihr kennt mich. So, wir können jetzt nämlich hier einmal uns gegenstoßen. Frech. Frech, frech, frech. So, das müsste jetzt die Minecart sein, die uns nach unten fährt. Ja, Mann. Ja, wir kommen so gut voran, Freunde. Wie geil ist dieser Dungeon? Der ist so straightforward. Wir haben mittlerweile 4 Schlüssel. Also ich bin mir sehr sicher, es gibt keine Tür mehr in diesem Dungeon, die wir nicht aufkriegen. Ich glaube, mit 4 Schlüsseln sind wir ziemlich safe, alles hier jetzt zu kriegen. Bin mir sehr sicher. Da ist unser Boss. Okay, es ist auf jeden Fall klar, dass wir erstmal Angst vor ihm haben sollten. Gottes Willen. Dass er uns auch mit seinem Schweif berühren kann, das so wehtut, ist ganz schön gemein. Ah. Ah. Er hat immer einen Rhythmus. Lass dich nicht verwirren. I don't wanna die. Da. Da. Oh, wir haben nur noch ein Herz. Das gibt es nicht! First try! Holy shit! Damn! Und immer noch 3 Schlüssel im Petto. Als wär's nix.
Okay, holy shit. So, wir haben ein paar Möglichkeiten hier rumzulatschen. Das wird der Raum sein, der uns da jetzt die Welten eröffnet, um hier hochzugehen. Nee, das machen wir nicht. Freunde, ich würde sagen, das Ende des Dungeons sehen wir im nächsten Part. Wenn ihr das Ende des Dungeons sehen wollt, schaut mal gerne morgen direkt rein. Das wäre es erstmal für heute. Lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da, um morgen den Part nicht zu verpassen. Und das wäre es erstmal für heute. Bis dann, euer Brain. Tüdelü mit Ü. Brrr.